Søren Pearson, diese Woche mit der Vertragsverlängerung bis 2016 und derzeit beim FSV erste Wahl zwischen den Pfosten. Als vor der Länderspielpause beim Heimspiel gegen Kaiserslautern die Nummer 1 Patrick Klant mit einer Innenbandzerrung im Knie raus musste, kam der große Moment des 28-Jährigen. Nach einem Patzer bei der 0:4-Klatsche schwieg Søren Pearson aber zunächst beharrlich, um sich diese Woche dann doch der Presse zu stellen. Das ist natürlich im Spiel gegen Kaiserslautern nach 3 Minuten auf rein ins Feld, strömender Regen. Klar, Extremsituation, aber im Endeffekt, ich weiß, das Ding, das muss man halten und gut ist. Und vielleicht, wenn wir den Elfmeter noch reinmachen und sonstiges. 4-0 ist natürlich auch am Ende relativ deutlich, obwohl es meiner Ansicht nach auch gar nicht so war. Also das Spiel war durchaus enger, als das Ergebnis das gezeigt hat. Und gesagt, ist abgehakt, vergessen. Der FSV Frankfurt in Liga 2 in den vergangenen 4 Spielen mit 3 Niederlagen und nur einem Unentschieden. In der Länderspielpause dann immerhin ein 1:1 im Test gegen Bundesligisten Hoffenheim. Zudem plagen Trainer Benno Mühlmann weitere Verletzungssorgen. Nikita Rukavica leidet an einem Knöchelödem, Matthew Leckie an einer Innenbanddehnung im Knie. Juan Omari hat sich das Nasenbein gebrochen, Edmond Kaplani eine Magen-Darm-Infektion eingefangen. Immerhin ist der langzeitverletzte Tim Heubach wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Und auch Kapitän Björn Schlicke scheint nach seiner Muskelverletzung wieder fit zu sein. Die Länderspielpause gerade rechtzeitig zum Durchatmen. Ich hoffe, dass es gebracht hat, dass man ein bisschen Fehler aufarbeiten konnte und vielleicht ein bisschen sich austauschen konnte über die letzten Wochen, die nicht so prickelnd gelaufen sind. Von daher hoffe ich mal, dass es gebracht hat. Der nächste Gegner Energie Cottbus ist derweil vor der Länderspielpause auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Vor 2 Wochen musste Trainer Rudi Bommer seinen Hut nehmen. Unter seinem Nachfolger Stefan Schmidt gab es eine 0:3-Niederlage auf St. Pauli. In den vergangenen 5 Spielen konnten die Lausitzer weder gewinnen noch ein Tor erzielen. Gegen die Bornheimer wollen nun beide Kontrahenten, wie es so schön heißt, jeweils zusammenrücken. Das wird natürlich nicht einfach, das wissen wir. Wir sind auch auf den Gegner gut vorbereitet. Wir haben wirklich uns schon intensiv mit dem Gegner beschäftigt, mit einigen Analysen und wissen um die Stärken und Schwächen von Frankfurt. Aber das Wichtigste wird sein, wir. Wir mussten ja in der Woche noch mal enger zusammenrücken, auch in Bezug auf die Verletzungen, die uns da jetzt wieder ereilt haben. Das haben wir uns ganz klar auch auf die Fahne geschrieben, dass wir in Cottbus, da geht es halt nur über den Fight, über den Kampf. Und die Jungs, die da mit hochfahren, da müssen alle 18 zusammenstehen und sich den Arsch aufreißen. Und da müssen wir zusehen, dass wir da irgendwas mitnehmen. Im Endeffekt hinfahren, was holen, zurückfahren, erledigt. Ja, durchaus positiv. Jetzt gibt es eine neue Chance, uns zu beweisen, weil mit einem Sieg kann man den Abstand nach unten wieder vergrößern. Und das ist natürlich unser Ziel. Wir wissen natürlich auch, dass Cottbus dasselbe vorhat und aufschließen möchte zu uns. Aber irgendwann muss die Negativserie reißen von uns. Und von daher gehe ich da schwer davon aus, dass es am Freitag passiert. In der Lausitz konnte der FSV Frankfurt bislang nie gewinnen. Dafür vergangene Saison 3 Treffer gegen Cottbus erzielen. Und ein Torerfolg täte den Bornheimern nach 3 Spielen ohne eigenen Treffer auch mal wieder gut.